Ich begrüße Sie zur heutigen Pressekonferenz vor der morgigen Partie zwischen unserem SV Waldhof Mannheim und dem 1. FC Saarbrücken. Mit mir auf dem Podest wie immer unser Cheftrainer Patrick Löckner. Zunächst einmal die Informationen. Wir liegen derzeit bei ca. 9.000 verkauften Tickets. Darunter sind 1.900 Gäste aus Saarbrücken dabei. Patrick, wir müssen noch mal reden über das DFB-Pokalspiel. Mit welchen Gefühlen bist du aus der Partie rausgegangen und jetzt in die letzten Trainingstage vor dem Spiel gegen Saarbrücken? Wir müssen noch mal reden, sagst du? Ja, wir müssen noch mal reden. Das war nämlich echt ein schönes Spiel, muss ich sagen. Okay, nee, dann tun wir das doch gerne. Mhm. Erstmal schönen guten Morgen an alle. Und nochmal einen riesen Dank und ein riesen Lob an unsere Fans. Das wollte ich auf jeden Fall loswerden, nicht nur von mir, sondern auch von der gesamten Mannschaft. Mhm. Es war eine bombastische Stimmung, haben uns da super durch das Spiel getragen, super begleitet. Und ja, war ein richtiges Highlight. Zum Glück haben wir es geschafft, über die 90 Minuten das 1:1 zu halten, weil das war erstmal das primäre Ziel, aber leider hinten raus dann das Spiel ging halt noch verloren. Deswegen ist das schon das, was so ein bisschen sitzt, was man auch erst ein bisschen sacken lassen muss. Aber im Großen und Ganzen ein toller Abend für alle Beteiligten und ein richtig schöner Pokalfight. Hat Spaß gemacht, unserer Mannschaft zuzugucken, wie sie sich in alles reingeschmissen hat, wie sie aber auch die fußballerische Leichtigkeit und das Selbstvertrauen hatte, gegen so einen Gegner zu spielen. Ich fand es gut, dass man gesehen hat, dass das Spielkonzept, was wir aufgelegt haben, beziehungsweise was die Mannschaft schon die ganze Saison und auch in der letzten Saison gespielt hat, dass das auch gegen den Bundesligisten funktioniert und sich da jeder drinnen wohlfühlt und sicher fühlt. Und deswegen nochmal großen Respekt an meine Mannschaft, großen Respekt an die Zuschauer. War eine tolle Nummer. Und jetzt geht's in den Liga-Alltag weiter. Morgen mit einem sehr schweren Spiel, mit einer sehr schweren Aufgabe. Und da wollen wir auch gut vorbereitet sein wieder. Deswegen, weil die Frage wahrscheinlich danach kommt, wie kriegst du die Jungs wieder frisch? Das wird ja die nächste Richtig. Frage sein. Wie kannst du den Tank füllen wieder? Genau, deswegen nehme ich dir die mal vorweg. Also wir haben gestern natürlich in der Regeneration gearbeitet mit den Spielern und das werden wir auch heute noch tun. Und wir hoffen, dass wir mit den richtigen Maßnahmen da noch den einen oder anderen Prozentpunkt an Kraft wieder rausholen konnten. Was mich auch sehr freut, dass heute unser letzter Spieler aus der Quarantäne rauskommt. Den haben wir letztes Mal auch vergessen zu erwähnen. Ich weiß gar nicht warum. Ist eigentlich ein sehr, sehr wichtiger Spieler. Hamza Zaghiri ist heute aus der Quarantäne wieder raus und wird uns heute auch wieder im Trainingsbetrieb wahrscheinlich begleiten, wenn ich das gestern so alles richtig mitverfolgt habe. Und deswegen ist unser Kader jetzt auch wieder eigentlich komplett. Und wir freuen uns auf die nächste Herausforderung, die nicht nur eine Herausforderung aufgrund des Gegners wird, sondern erst recht eine Herausforderung aufgrund der Situation, dass wir jetzt ein paar Minuten in den Knochen hatten und ein paar mehr als normal. Und der 1. FC Saarbrücken ist Dritter in der dritten Liga derzeit. Was für ein Spiel erwartest du? Wo siehst du Stärken vom Gegner? Der Gegner ist natürlich mit einer sehr guten Offensive besetzt. Haben mit Guras, mit Grimaldi, mit Jakob, Günther Schmidt, auch ein Jennecke, das sind alles Spieler, die wirklich vorne den Unterschied ausmachen können. Sie kommen sehr gut über das Umschaltspiel, haben eine gewisse Kompaktheit, aber halt auch die Dynamik in der Saison bei ihnen, die sich durch das Spiel trägt, die macht sich schon gut bemerkbar. Ist auf jeden Fall, wie gesagt, eine Mannschaft, die offensiv sehr schnell und sehr gut Akzente setzen kann. Vielen Dank, Patrick. Dann würde ich das Mikrofon jetzt auf Nachfragen freigeben. Alex Müller von Mannheimer Morgen fängt an. Ja, ihr habt ja sowohl gegen Zwickau als auch gegen Union Berlin so die fehlende körperliche Frische, die ja nicht da sein kann nach diesen Corona-Wochen, kompensiert über Leidenschaft, Wille, viel Mentalität. Wie oft kann sowas funktionieren oder kommt man irgendwann auch als Mannschaft an einen Punkt, wo man dann halt diese fehlende Frische nicht mehr kompensieren kann vielleicht? Der Punkt kommt auf jeden Fall. Die Frage, wann der Punkt kommt, ist schwer zu beantworten, weil da natürlich jeder Körper und jede Voraussetzung anders ist. Deswegen ist es wichtig, dass man einen großen und breiten Kader hat, damit man entsprechend jonglieren kann und frische Kräfte auch einsetzen kann. Bei uns ist halt die Problematik immer, besteht halt immer noch, dass wir in diesem Bereich nicht gut rotieren können momentan, weil wir halt diese Quarantänezeiten hatten und diese langen Ausfallzeiten. Deswegen ist es schwer, neue Spieler in die erste Elf reinzubringen, die dann womöglich erstmal 60, 70 Minuten spielen sollen vorneweg. Das macht die Situation nicht einfach, aber das, was Sie jetzt am Anfang gesagt haben, dass wir das in der kompakten Geschlossenheit also mit unserem Teamgeist wegmachen und Leidenschaft und Moral, das ist definitiv so. Und das muss auch der Ansatz sein jetzt für die nächsten Spiele. Und ich gehe davon aus, dass wir spätestens, jetzt haben wir dann noch Freiburg, danach haben wir die Länderspielpause, dass wir nach der Länderspielpause, also die Länderspielpause nutzen können, um das alles gut aufzuarbeiten und entsprechend dann auch nach der Pause quasi mit dem gesamten Kader wieder so arbeiten können, wie wir uns das als Trainer vorstellen. Bis dahin nehmen wir das so, wie es ist und die Jungs machen es ja hervorragend.
Gibt es weitere Fragen? Dann machen wir erstmal Ronny Ding von der Rhein-Neckar-Zeitung. Vielleicht dann noch anschließend, wirkt sich das vielleicht auch auf die Taktik fürs Spiel am Samstag aus, dass man vielleicht, man kann wahrscheinlich nicht davon ausgehen, dass das, die Kraft über 90 Minuten reicht, dass man es etwas ruhiger angehen lässt, mal salopp gesagt. Ja, finde ich immer sehr interessant, wüsste ich als Trainer überhaupt nicht, wie ich das machen sollte, aus taktischer Hinsicht. Also ich kann mich jetzt hinten reinstellen und der Gegner zwingt mich in zig Verschiebebewegungen, die mich extrem viel Kraft kosten, oder ich kann vorne mit kurzen, schnellen Bewegungen aktiv agieren und habe aber dann in der Grundlage vielleicht weniger Laufleistung investiert. Also generell, wenn man sagt, man legt eine Taktik an, die kräfteschonender ist, dann muss man auch wieder die einzelnen Spieler sehen, was hat man für Spieler. Da müsste man wieder ins tausendfache Detail gehen, um zu sagen, wo hat der Spieler seine Stärken, Schwächen. Also ist es die Grundlage, ist es die Explosivität, ist es die, keine Ahnung, Toleranzgrenze, ist es der Abbau, auch was auch immer, da gibt es so viele Parameter. Also um das genau zu eruieren und zu sagen, das ist jetzt kräfteschonend gegen den Gegner, das wird nicht funktionieren in der Mannschaftssportart und deswegen werden wir das so spielen, wie es uns am besten liegt und versuchen das so lange wie möglich hinzubekommen. Dann Alex Müller von Mannheimer Morgen. Könnten Sie uns mal ein Fitness-Update geben zu drei Stammspielern, die ja auch in Isolation waren, also Boyamba, Martinovic und auch Jesper Verlaat, der jetzt gegen Union zum ersten Mal wieder auf der Bank saß? Genau, also Jesse hatte ja erst am Tag des Spiels die Möglichkeit, wieder zum Kader dazuzustoßen. Das heißt, er hat eigentlich morgens nur das Abschlusstraining mitgemacht, wo eigentlich keine Belastung mehr gesteuert wird und hat sich dann auf die Bank gesetzt. Das war mehr eine mentale Geschichte, weil er halt ein sehr wichtiger Spieler für uns ist und der auch von der Bank für eine positive und gute Stimmung sorgt. Das ist auch sehr entscheidend, gerade aus psychologischer Sicht. Dann der Dominik Martinovic hatte jetzt die 30 Minuten bekommen und musste dann noch die Verlängerung dranhängen. Das sind 60 Minuten, die er jetzt im Tank hat. Das bedeutet, dass wir jetzt gucken müssen, wie fühlt er sich jetzt am dritten oder jetzt heute am zweiten Tag danach und morgen am dritten Tag danach, um einfach zu schauen, was könnte die nächste Belastungsstufe sein. Und der dritte war Joe Boyamba, der war ja jetzt nur für die Viertelstunde eingeplant gewesen, musste dann aber auch in die Verlängerung gehen. Das heißt, die 30 Minuten hatten wir eigentlich auch so vom Kopf erstmal nicht auf dem Zettel, aber er hat es gut gemacht, ist gut durchgekommen. Man hat gesehen, die Laufleistung in beide Spielrichtungen hat gestimmt. Das heißt, dass er körperlich fit ist. Jetzt haben die, Domme hat es schon, bei Joe bin ich mir nicht sicher. Die haben natürlich noch einen Herz-Kreislauf-Test, den sie noch absolvieren müssen. Und dann werden wir mit den Spielern sprechen. Joe hat ja auch einen Schlag abbekommen im Spiel, hat ja auch einen dicken Knöchel. Also das sind dann auch noch das ein oder andere Fragezeichen, für wie lange es dann irgendwann mal jetzt oder vielleicht morgen schon reichen wird. Gibt es weitere Fragen? Nochmal Alex Müller. Gibt es denn abseits von diesen müden Beinen, die ja logischerweise da sein müssen, auch Wehwehchen, die so schwerwiegend sind bei einzelnen Spielern, dass sie auf keinen Fall dabei sein können am Samstag? Also Stand gestern, das ist ja das letzte Update, was ich habe, waren wie gesagt der Knöchel von Joe noch Thema gewesen und die Situation von Cello. Das sind die einzigen beiden Fragezeichen, die wir uns derzeit noch stellen. Alle anderen Positionen, also Adrien Lebeu oder so, er war halt mausetot gewesen, hat da die Krämpfe gehabt und hat sich da echt gut durchgebissen bis zu dieser Zeit, aber die sind alle wieder einsatzfähig. Gibt es weitere Fragen? Nochmal Alex Müller von Mannheimer Morgen. Ich würde noch eine Frage stellen zur Torwartsituation. Jetzt ist Bartels ja reingerutscht, weil Königsmann auch in Isolation war. Ist da das Rennen jetzt wieder offen oder bleibt Königsmann die Nummer 1 und man sagt, wenn er wieder fit ist, rückt er auch wieder ins Tor? Ja, also generell ist es ja so, dass wenn du einen Stammtorwart hast und der dann für eine gewisse Zeit ausfällt, dass es in den Planungen ja logischerweise auch so ist, dass er das Vertrauen noch weiter genießt und der andere seinen Job entsprechend gut ausfüllen muss. Und das hat Jan in den Spielen jetzt hervorragend gemacht. Und das kann ich jetzt auch schon sagen, Jan wird morgen auch wieder spielen. Aber im Normalfall ist es so, dass du dann die Eins auch wieder reinstellst, weil die hat sich ja nicht zu Schulden kommen lassen. Aber wir müssen halt den richtigen Zeitpunkt abwarten und da, wie gesagt, auch dem Timo den größtmöglichen Gefallen zu tun. Und wenn er dann sagt, er fühlt sich wieder 100% fit und wir sind derselben Meinung von dem, was wir im Training sehen und gehen dann ins Gespräch mit ihm rein. Und dann wird das im Normalfall wieder so sein, dass die eigentliche Nummer 1 wieder im Tor stehen wird. Aber wir wissen ja, dass der Fußball nicht normal ist, in alle Richtungen geht. Wir gucken uns jetzt das weiter an und werden das dann mit den Tormännern in aller Ruhe besprechen und dann eine gute Lösung finden. Gibt es weitere Fragen? Ich schaue mal in die Runde, aber dies scheint nicht der Fall zu sein. Dann bedanke ich mich für Ihr Kommen und wir sehen uns morgen hier gegen Saarbrücken. Bis dahin. Danke.